Bei den Live-Karten hat man natürlich den Nachteil, dass man hat ein Lied, eine Umdrehung fertig. Und man kann verschiedene Lieder, zehn Lieder ungefähr auf eine Walze packen, aber dann Schluss. Genau, aber man weiß, wann reinfahren die, aber die größten Walzen gesehen, waren die irgendwo eingebaut oder nicht? Nee. Die waren nur als Kunstobjekt gedacht. Die waren, glaube ich, mal in einem anderen Land als Leihgabe gegeben und jetzt den. Aber sie könnten wohl Lacanoma spielen. Okay. Also sie haben schon das Richtige drauf. Wenn man eine Orgel findet. Ja, genau. Wenn mal ein Haus als Orgel gebaut wird, dann kann man die einspannen. Genau. Und dann kam irgendwann, hat ein Franzose für den Webstuhl Kartonnoten sozusagen, also das waren die ersten Kartons, die bestückt waren, damit dass dieser Webstuhl das automatisch das Muster machen konnte. Und das wurde dann übertragen auf Orgel. Dann wurden diese Kartonnoten entwickelt, wo man eben statt diesen Walzen endlos Musik spielen konnte. Ja. Also das sieht man ja auch hier so ein bisschen. Ja. Genau, also Sie können gerne auch zuhören, wenn Sie jetzt eh schon da sind, dass man einfach so, dass man Ihnen auch ein bisschen was vorspielt. Das ist eben eine Karussellorgel, die ich jetzt gerade gespielt habe. Ja. Die ist eigentlich noch recht dezent. Und eben diese Kartonnoten, ich habe es gerade erklärt, das waren die Nachfolger von den Walzen. Also als erstes wurden die Walzen erfunden. Dann kamen diese Kartonnoten und eben der große Vorteil auch für die Schausteller war, man konnte eine Stunde lang das Ding da durchschicken und musste nicht ständig neue Walzen einlegen. Und ich muss aber deswegen unterbrechen, weil wenn ich das endlos laufen lasse, dann stehen wir ja morgen noch da. Genau, und dazu sind wir noch im Hau. Genau. Hier sind Orgeln, das ist eine aus Düsseldorf, die hat ein unheimlich großes Spektrum, also da kann man sehr viel verschiedene Noten, also einfach man hört ein großes Spektrum, große Vielfalt an Klang. Das hier ist eine ganz besondere Orgel von der Firma Wuth, und zwar wurde es immer progressiver. Also man hat geguckt, passt die, ist da Interesse da, und das ist eine der ersten beiden, die von dieser Orgelart gebaut wurde. Hat wohl 220 Holzpfeifen in sich und war dann super erfolgreich. Das sind alles Orgeln so um 1900, auch die Karussellorgel, das ist so ein bisschen eine jüngere, die 1937 ist die, glaube ich. Und ganz hinten, die ganz leider nicht viel, weil die finde ich auch nochmal ganz toll, ist von einer französischen Firma. Daher aus Frankreich kamen die Karten, diese Notenkarten, weil eben der Herr Jacquard in Frankreich sich dieses System ausgedacht hatte für die Webstühle. Und dadurch, dass die Franzosen Interesse hatten, nach Waldkirch zu kommen, weil hier die Werkstätten waren und die ganzen Arbeiter, die da wirklich Kenntnis hatten, kamen die Waldkircher in Kontakt mit diesen Kartonnoten und wurden dadurch wieder natürlich konkurrenzfähig und waren wirklich auf der ganzen Welt gebracht. Also die waren auch bei einer Weltausstellung in Amerika irgendwo. Und waren natürlich dann auch ganz oben mit dabei. Es war zwar erst die Konkurrenz, aber dann war es ein großer Vorteil. Genau, jetzt führe ich Ihnen die kleine Erstmal mit dem Schlüssel aus. Genau, das ist eine kleine Aufmerksamkeit von der Familie Brüder, aber von Wilhelm Brüder. Die klingt unheimlich nett mit so Walzer und Polka und sowas. Müssen wir mal schauen, was drin ist. Die braucht so ein bisschen, bis das losliegt. Okay. Also dann hören Sie mal ein bisschen den Unterschied. Thank you.
Ja, Mark, kann man sich richtig vorstellen. Ist auch noch überschaubar, so von den Tönen her.